glaube ich. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19. Oh mein Gott. Auf der Elbsdorfer Heide mit dem Paul, Uwe und dem Kinsuku. Hallo. Hallo. Es ist dunkel, Männers. Können wir da was machen? Spul. Ich habe Angst im Dunkeln. Licht einschalten. Licht einschalten. Ich fahre mit deinem Dingens, ne? Mit deinem grünen. Der hat richtig gutes Licht jetzt. Wirklich. Ja. Hand aufs Herz, ne? Schalt mal alles ein, ist tachell. Tachell. Weil ich muss nochmal umkonfigurieren. Irgendwie, also irgendwie ist LS komisch, ne? Ab und zu ist schon ein bisschen komischer Spiel. Warum? Die Vorwärts-Rückwärts-Schaltung haut's mir immer raus. Ich habe die schon 15 Mal belegt, aber die haut's mir immer raus. Ach, du spielst ohne Vorwärts-Rückwärts-Schaltung. Nee, ich bin ja gewollt, das Ganze einzusetzen, aber wenn die Technik nicht will, weißt du? Ja. Dann bist du einfach Achtung, immer Zweiter. Ach, hier ist ja die Einbahnstraße. Brauchen wir noch eine leere Mulde irgendwo? Das weiß ich nicht. Vielleicht auf der, war es die 47? Da steht doch noch eine rum, oder? Ja, da habe ich eine hingepackt, aber könnte sein, dass er noch eine braucht. Gehört das zu VCA, diese Vorwärts-Rückwärts-Schaltung? Ja, ne? Ja. Ja, bin ich richtig hier. Da steht eigentlich der Vierer drum. Ach, da. Welcher denn? Gott, ach nee, ich hab den falschen. Konntest du die Rüben gerade komplett in die BGA kippen oder muss ich die schaufeln? Ich hab die ins Lager gepackt. Ich glaube, die hatte keinen Trigger zum irgendwo abladen. Hals funktioniert, ja! Was? Hast du jetzt Vorwärts-Rückwärts-Schaltung? Ich hab jetzt Vorwärts-Rückwärts-Schaltung. Geil. Ist ja Wahnsinn. Jetzt könnt ihr überall Vorwärts-Rückwärts-Schaltung anmachen, wenn ihr wollt. Gott sei Dank. Zeit ist geworden, ne? Ich weiß. Aber weißt du, was ich auch froh bin, Tensuko? Na? Dass wir endlich neue CP-Version drin haben. Was kann die denn alles? ein paar Sachen jetzt besser. Ah, ja, es ist ja schön, wenn sich's entwickelt, ne? Ja, ja, wir kommen tatsächlich gut vorwärts. Und so Bugfixes und Verbesserungen. Ich habe einen Kalkstreuer gefunden. Ich glaube, genau. Der ist für hier bestimmt. Ja, richtig. Ja. Genau, statt Kalken wollte ich erst düngen. Und dann wollten wir Gärreste ausbringen und dann ging das nicht, weil unser Ausbringer kein Manu-System. Langsam wird ein Bild draus, ja. Ne? Es ist einfach. Ja, die Erinnerung kommt zurück. Die Frage ist, was mache ich jetzt mit dem Kalkstreuer hier? Stehen lassen. Ich wollte es eigentlich kalken. Kann ich nicht einfach kalken? Doch, kann ich auch kalken. Super. Ja. Dann ist das schon mal erledigt. Wer klaut mir denn hier einfach den LKW? Nee. Einmal darfst du raten. Der Besitzer ist da. Schwierig. Geht das hier, wenn ich hier drauf... Oh, ich bin so stolz auf mich. Die Frage ist, wollen wir das, was im Lager ist, automatisiert reinkippen lassen oder soll ich sie einfach vor die Bude knallen? Wenn einer den Kurs erstellen möchte für automatisiert, sehr gerne. Ich dachte, die 15.000 Liter kann ich einfach kurz hier vorkippen und selber reinschippen dreimal. Schick ich nur hatte. Lager, ich guck gleich mal, ob ich den Kurs vom Lager in die BGA bauen kann. Muss nur mal eben was wegbringen hier. Jojo. Der Ruder steht noch auf der 27, die können wir auch abschließen. Ist sie schon fertig? Ja, die 27 ja. Hast du gerade vor abgeschlossen, ne? Genau, die ist abgeschlossen. Ja, gut. Och, wenn man das CP-Fenster wegmachen will, die falsche Maustaste drückt und direkt wiederkommt, ne? Sind diese schönen Momente im LS. Naja. Gut, wo haben wir schon besprochen, was wir hier auf die 24 drauf machen, wenn die dann fertig gekalkt ist? Wir wollten allgemein mehr Mais ansehen, ne? Genau, wir wollten die BGA wieder mal richtig auffüllen. Silos, ja, genau. Doch, Körnermais haben wir, gut. Dann müssen wir aber. BGA hat ja noch 10.000 Liter drin. Müssen wir dafür grubbern? Oh, wir müssen dafür grubbern, ne? Naja, oder halb flügen. Oder halb flügen, nee. Ja, eins von beiden müssen wir machen. Weil... Genau, dann Kalk drauf, dann mit dem Flug drüber und dann muss das eigentlich passen.
Okay, dann werde ich mich mal dem Feld hier widmen, ne? Also erstmal kalken, pflügen. Auf den gepflügten kann ich aber draufsehen, ne? Mhm. Ja, dann passt. Das fand ich ganz realistisch, aber man kann. Ja, mein Gott. Aber die, hier ist ja eh nicht gerade Realismus am Start. Ehrlich. Die 36 wird gerade noch Unkraut weggemacht. Gestriegelt, ne? Ja. Ja. Was haben wir denn gleich? Dein Fiat holen. Für? Ja, wenn du pflügen willst. Ich hab hier Uwe sein Johnny. Achso. Ja, du kannst ja dein Fiat mit dem Flug ansetzen und dann mit der Sämaschine hinterher fahren. Das kann ich auch machen. Baum. Warum kann der Europa eigentlich 67 fahren? Mr. Realismus, weißt du? Paul, muss er mal fragen, vielleicht. Wer weiß. Wer weiß. Okay, was haben wir denn gleich zu tun? Also ich fahre jetzt den Europa einmal zum Hof, würde den nochmal abspritzen, einparken und dann bin ich, glaube ich, arbeitslos. Oh Moment, ich muss langsam mal fahren, hier funktioniert der Blitzer. Irgendjemand hat mein LKW zugemacht, geht ja gar nicht. Zugemacht? Nee, mein Gewissen ist rein, da war ich nicht dran. Wie kann man das zumachen? Das Geschwindigkeitsbremse zwar wieder an. Oh nein. Er fährt jetzt nur noch 80 statt 99. Mission. Es gäbe noch eine Mission für den Europa, wenn wir machen wollen. Alt! Ja, wo denn? Ich muss nochmal nachschauen, ich hab's noch nicht angenommen. Okay, warte. Ich recheck das. Wir haben nur den. Wir haben kein Multifood, ne? Nein, wir können keine Kartoffeln. Okay. Ja, man muss ja nur nochmal gefragt haben. Mhm. Da! Nee, Kartoffeln. Zuckerrüben auf der 18. Wo ist die 18? Ich glaube, den Flug habe ich doch da hinten hingestellt irgendwo. Naja, da war er mal. Wer hat meinen Flug weggeräumt? Da. Der steht an der BGA. Nein, ehrlich? Natürlich. Was für eine Kacke. Ja, soll ich die 18 annehmen? Gibt 14.000. Kannst du gern machen. Guck nochmal, ob es noch was anderes gibt. Ist nicht schlecht, ja. Boah, Ballenpressmission für 24,8. Alter Falter. Wir haben noch keinen CP. Das werde ich jetzt ändern. Doch, der Mähdrescher. Was? Nee, ich habe gefragt wegen dem CP-Kurs vom Hof zur BGA und Retour. Ach so. Nee, das haben wir noch nicht. Das ist ja. Also Nachholbedarf. Absolut. Die Frage ist nur, welchen Weg fahre ich? Am besten den, wo wir nicht langheizen. Ja, das wäre von Vorteil, hast du recht. Na, jedenfalls, wenn es der kleine Fiat fahren soll. Ich sehe schon, komm, zack! Der Fiat wurde einfach einmal über die ganze Karte geschmissen. Mist, wie muss ich denn hier fahren? Hier. Halt! Hast du wieder einen Unfall gebaut, Uwe? Ich habe einen Baum gefunden. Die Kurve kam schneller als gedacht. Ich habe gerade auf die Minimap geguckt, ob ich richtig fahre und plötzlich war so ein Baum im Weg. Mhm. Aber gar kein Problem. Der Europa ist sehr stabil gebaut. Gut. Wie habe ich das Gefühl, dass ich hier falsch bin, ne? Aber ich fahr jetzt einfach mal weiter. Bin hier sowas von falsch. Tensuku, hattest du gerade noch eine Mulde zur 47 gebracht gehabt? Ja. Okay. Alles noch an meinem Schlepper dran. Wir haben ein Fahrzeug verkauft? Ich denke, das Güllefass war das. Jo. Ah. Okay, macht Sinn. Sam, hat dieser Zaun hier irgendwo ein Loch? Du kannst natürlich den Zaun durchfahren, nur durch die Pfosten nicht. Ehrlich? Oder welchen Zaun meinst du? Die ganz normalen Zäune kannst du eigentlich durchfahren. Also den Kurs kann ich wieder löschen, Jungs, denn der ist nicht gut. Da muss mal irgendjemand Kompetentes ran. Steht der nicht auf selbstständig entladen? Mit von dir? Ja, eigentlich schon. Hat er seine Mulde mal wieder nicht? Nee, der ist von. Nee, verdammt, nee, geht das nicht.
Was? Er hat seinen Kurs beendet und dann wartet er eigentlich auf den Abbau. Ach so, er hat beendet. Ja. Ich werde ihn eben aus. Uah. Ich dachte, der wäre einfach nur voll. Kann er nicht einfach sagen, er ist fertig? Ehrlich, ist mal, schöner. Mein Gott. Scheiß rote Meldung da. Ich habe fertig. Ja. Ja, viel schöner. Ey, könnt ihr das nicht so machen, Tenzugu? Einfach, könnt ihr das mit einer Sprachnachricht irgendwie verbinden? Oh Gott. Chef, ich habe fertig. Aber bitte nur einen gewissen Umkreis. Werner nimmt sie Sprachen tatsächlich auf. Ich nehme sie auf, ist gar kein Problem. In allen Sprachen? Boah, das wird schwierig. Wenn du die Vorlagen lieferst und die Aussprache, dann macht Werner das auch in allen Sprachen. Also fertig würde ich einfach ganz, einfach so, finito, versteht jeder. Weißt du? Versteht jeder. Das Problem ist LS-Sprachchat. Schon mal was davon gehört? Also ich nö. Ich bin schon seit 2 Wochen krampfhaft am Versuchen, wie man irgendwie ein Taskforce-Radio in LS reinbringt. Aber ah, das geht das nicht, glaube ich. Na, theoretisch müsste es machbar sein. Du brauchst dann nur eine Schnittstelle, wo du die Player-Position rausziehen kannst. Das ist das Problem dabei. Das wird ja schon reichen, aber du kommst halt kaum an den Server ran. Das ist das Hauptproblem. Wenn du an den Server rankämst, würde es vielleicht funktionieren. Es kann sein, dass man, wenn man selber einen hostet, vielleicht dran käme. Oh mein Gott. Aber das wäre natürlich richtig geil, wenn so ein Taskforce-Radio funktionieren würde. Oh ja, das wäre auch sehr, sehr cool für ein kommendes Projekt. Oh, ich denke mir gerade, warum fällt er nicht zurück? Da haben wir es wieder. Oh, oh, oh. Dein Soko, es ist mal wieder soweit. Schläuchchen spielen. Ah, ich hab den Ziert gerade abgeholt von der 36. Brauchen wir den gerade noch irgendwo mit dem Striegel? Ich glaube nicht. Okay. Uwe, ich glaube, es ist soweit. Die 2-4 werden sich gleich sehen. Was? Ja, wo möchtest du denn lang? Verschreckt um, oder? Nee, ich bin abgebogen. Ich glaube, ich habe. Hattest du ein Frontgewicht? Nö. Ja, dann habe ich die bessere Chance gehabt. Ich habe mehr Wumms. Mehr Masse. Grün. Und hast kein Allrad. Wow, Paul, wie kann man denn nur so sein, weißt du? Immer auf die Schwachstellen drauf aus. Unten bei der PGA stehen lassen oder zum Hof bringen? Boah, das kannst du machen wie ein Tischler. Ich dachte, das kannst du halten wie ein Dachdecker. Machen oder lassen? Wie ein Dachdecker? Hier unten gucken. Ja, ich dachte, das nimmt man halten wie ein Dachdecker. Und dann? Ich dachte, das müsste so in etwa der gleiche Spruch sein wie das kannst du halten wie ein Tischler. Okay, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich guck mal kurz nach dem Panther. Jetzt werde ich aber tatsächlich nochmal ein Vorgewende fahren mit dem Johnny. Warum steckt der Radler im Verkehr fest? Der steht an der verdammten BGA. Ja, Paul ist da. Also. Die Frage ist eher, warum fährt er hier lang? Weil ich das so will. Der fährt mich um. Mach es tot. Hallo. Hey, der wirft mich um. Ja, die sind nicht zu bändigen, wenn sie mal unterwegs sind, ne? Also. Der ist beladen. Ich denke, beladene Fahrzeuge haben Vorrang. Paul. Natürlich. Und hat die Rolluleuchte an. Kann man bitte einen Radlader wegfahren? Ich kann gerade nicht. Warte, ich helfe dir, warte. Also zumindest stand ich hier, sagen wir es mal so. Paul, was machst du denn? Wollte man nicht realistisch. Ich habe gerade ein Fahrzeug einmal geclaimed. Ich weiß ja nicht, was der Radlader vorhatte, aber ich wollte hier auffüllen. Vor allem, was will der hier, der Radlader? Der ist ja, ich weiß komplett es auch von der Strecke abgekommen. Ich weiß, was da ja, passiert. Danke. Ja, danke. Werner? So. Ist okay. Wir haben Platz. What the fuck?
Wohin will er denn? Was machst du denn jetzt? Ah, das scheiß Manöversystem ist ja so dermaßen beschissen beschrieben. Okay, jetzt weiß ich's auch. Ah, jetzt ist was okay. Denn? Schläuchchen, Schlauch? Hahn auf, füllen. Nein, im F1-Menü steht, ändere Pumprichtung in. Und ich lese ja einfach immer nur entleeren oder leeren oder füllen. Ach so, nee, ja, da muss man sich dreimal dran gewöhnen. Ach, warum kann man da nicht einfach Pumprichtung füllen, Pumprichtung leeren, fertig? Ja. Ja. Mach den Schlauch nicht ab, der ist voll. Okay, geh wieder. Schlauch nicht ab, der ist... Ah ja. Ja, ich habe mit dem Gedanken gespielt, aber naja, ist ein anderes Thema. Liebe ja, Leute, erstmal sind wir fertig für heute. Herzlichen Dank fürs... Oh Gott. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt, am kommenden Mittwoch um 18 Uhr zu einer weiteren Folge hier auf der App Store Heide. Nein, wir wissen nicht, wann die V2 rauskommt. Lasst euch einfach überraschen. Dankeschön und tschüss. Tschüss.